Vorgestellt wird die Bremsfeldröhre RS-296i von Telefunken. Sie wurde 1933 produziert in geringer Stückzahl als Prototyp. Circa 406 wurden produziert. Diese Röhre arbeitet nach dem sogenannten Bremsfeldprinzip. Der Spitzname dieser Röhre ist auch Hammerröhre, aufgrund der Form des Kolbens. Diese Art von Röhre wurde aufgrund eines Fehlers entdeckt. Und zwar versehentlich wurde bei einer Triode die Anode negativer beschaltet als die Kathode und das Gitter versehentlich positiv. Also die Position von Anode und Gitter wurden getauscht. Was ist passiert? Die emittierten Elektronen von der Kathode wurden vom Gitter angezogen und sehr schnell beschleunigt. Dann aber sind sie übers Ziel hinausgeschossen aufgrund der hohen Beschleunigung und wurden aber dann von der noch negativeren Anode wieder abgestoßen. Und sie sind zum positiv geladenen Gitter zurückgeflogen und begannen jetzt hier eine Oszillation. Heinrich Barkhausen hat dies in seinem Buch beschrieben. Hier ist das Funktionsprinzip zu sehen. Ich habe, wie gesagt, zwei Spannungsquellen, dass die Anode wird negativer geladen als die Kathode, plus zwei Kondensatoren an jeweils der Auskopplung, Entschuldigung, kleine Hänger. Die Anode ist, also die Pseudoanode ist ausgekoppelt auf beiden Seiten. Ich hoffe, man kann es erkennen, trotz der Reflexion. Und mit Hilfe von zwei Kondensatoren kann ich einen Schwingkreis bilden. Das Konzept war bei diesen Röhren, dass diese als Senderöhre für den Dezimeterbereich eingesetzt werden und damit versucht wird, die Anzahl der Bauteile zu reduzieren. Das Problem ist aber gewesen, dass es nicht 100% stabil gelaufen ist, weil die Produktion noch zu ungenau war zur damaligen Zeit, um halt eine wirklich verlässliche Oszillation zu einem definierten Frequenzbereich zu erzeugen. Wie gesagt, diese Röhre gab es nur als Prototypenröhre. Das hier ist, wie gesagt, ein Testaufbau für einen Berufssender. Telefunken hat etwas über 400 Stück produziert. Die amerikanische Version dieser Röhre, da wir gerade schon mal hier sind, ist übrigens diese hier, das ist die 825. Die
funktioniert nach demselben Prinzip. Hat aber leider genauso wenig stabil funktioniert wie die Telefunken-Variante. Hier nochmal Seite an Seite.